Hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online. Ja, beim letzten Mal haben wir die Bedrohung der Breen endlich aufgehalten und haben dieses Kapitel damit dann auch abgeschlossen. Ja, und wir werden jetzt bei der nächsten Episode anfangen, und zwar Vormarsch der Borg. Melden Sie sich bei der Kampfgruppe Omega. Borg have been located in the Beta Quadrant. A fleet has already begun massing. The Klingon Defense Force also has a fleet in the area. And we have agreed to share the system for the defense of the Alpha Quadrant. Report immediately to 4 of 10. She is a liberated Borg stationed on the USS Victory, who has been providing us with strategic information for the fight against the Collective. The transwarp conduit to Gamma Orionis is in the Beta Quadrant. Okay, dann werden wir uns jetzt zur Kampfgruppe begeben, denn die Borg sind mittlerweile quasi auf dem Vormarsch. Und das müssen wir natürlich aufhalten. So, dann springen wir doch mal in die Kampfgruppe rein. Jetzt werden wir, glaube ich, hier nicht wirklich kämpfen müssen. Das ist nämlich nur so ein vorgeschobener Platz quasi. Genau, jetzt müssen wir die USS Victory suchen. Die müsste da vorne sein, genau. Da vorne ist sie doch schon. Parken wir doch mal dabei. Fliegt ein bisschen rückwärts, so. 4 von 10, ja. Die ist nämlich auch ein ehemaliger Borg gewesen. Ja, die brauchen halt alle verfügbaren Schiffe. Ist klar, die Borg sind eine sehr große Bedrohung. Und daher sind wirklich alle Schiffe der Föderation und Klingonen dazu angehalten, wirklich da mitzuhelfen. So, fragen wir sie noch was? Das lassen wir jetzt einfach kommen. Es gibt viel zu tun, ja. Wir sollen uns erstmal einleben, okay. Also ich würde ja eher sagen, wir sollten den Borg direkt mal in den Arsch treten, aber gut, wollen die halt nicht. Ja, wir können die Victory entweder direkt rufen oder über dieses komische Netzwerk hier. So, Ausrüstung anfordern. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Müssen wir die Victory jetzt nochmal rufen? Bin ich jetzt gerade überfragt? Nee, komm. Fliegen wir hier wieder weg. Dann müssten wir eigentlich zur nächsten Quest direkt kommen. Das ist jetzt quasi nur eine Einführungsquest gewesen. Eine wirklich sehr kleine, die man sich... Also meiner Meinung nach hätte man sich die auch echt sparen können. So, dann werden wir nämlich jetzt hier die Höhle des Löwen rufen. Ich brauche ein fähiges Schiff mitsamt Mannschaft und die Berichte über die Borg-Aktivitäten im Borgosystem zu überprüfen. Die MAME ist dieser Aufgabe ohne Zweifel gewachsen und ich weiß, dass sie bereits Erfahrung mit den Borg gemacht haben. Diese Aufgabe ist ihnen auf dem Leib geschnitten. Bleiben Sie wachsam, es gibt Berichte über weitere Schiffe in dieser Region. Darunter sind auch Schiffe des Talchiar. Das Borgosystem liegt weit entfernt vom rolanischen Raum. Ich will wissen, was der Talchiar dort vorhat. Ja gut, ich sag mal, mit dem Charakter haben wir ja eigentlich, glaube ich, nicht einen Kampf mit dem Borg gehabt, oder? Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Ne, ich meine nicht, denn wir sind ja jetzt mit dem Zeitagenten quasi unterwegs. Der hatte ja eigentlich gar nichts mit dem Borg bisher zu tun. Aber die haben natürlich jetzt nicht die Quests alle umgeschrieben, beziehungsweise dann eingestellt, dass bei den Zeitagenten ein anderer Text kommt. Finde ich jetzt aber auch nicht besonders tragisch, also... kann man mit leben. Kann man wirklich mit leben. So, das ist ja da. Kurs auf den fluiden Raum setzen. Was? Wieso auf den fluiden Raum? Keine Ahnung, was das war. Das ist natürlich auch sehr am Rand der Karte. Das könnte ein Weilchen dauern, der Flug. Obwohl, ne, da vorne ist es doch schon. Ich habe schon befürchtet, wir müssten da... Upsala, jetzt wäre ich fast in die Sonne reingeflogen. Zack. This is Commander Talus of the Romulan Star Empire Vessel, RNA. We are under attack by Borg Scout Squadrons. This is a formal request for assistance from any ship receiving this message. Do not abandon us. Ah ja. Okay, die Romulaner und die Borg, die kloppen sich gerade so ein bisschen. Dann werden wir denen mal ausnahmsweise ein bisschen helfen. Zack,
Da haben wir den ersten Scout schon ausgeschaltet. Und das ist direkt das nächste Schiff mit dem Nuke geflogen. Das geht doch sehr, sehr schnell. Also wir knüpfen die... Also wir klopfen die gerade so krass runter. Oh, ein Kubus. Sehr schön. Das ist doch mal was Schönes. Da lohnt sich wenigstens mal, die Waffen alle einzusetzen. Obwohl, der geht so schnell runter. Hat sich da etwa gerade ein romulanisches Schiff getarnt und verpisst sich gerade. To any ship in range. This is the IRW RNA. My ship has been attacked and disabled by the Borg. My crew are being assimilated. The self-destruct is offline. I have retreated with my surviving officers to the main science lab. If you can hear this, I formally request assistance. If there is no one who can respond to this message, then may we die with honor. Ah ja, okay. Dann werden wir den Idioten da unten mal helfen, den Romulanern. Zack, da sind wir doch schon. Thank you for coming to our assistance. Borg drones have beamed aboard the RNA and are attempting to assimilate my crew. Several of us have barricaded ourselves in the science lab. We need your assistance to prevent our ship from being assimilated and to save the rest of the crew. Ja, das werden wir gleich dringend benötigen. Damit können wir jetzt hier... Haben die überhaupt allerlei Dinge ausgerüstet? Diesen Modulator. Denn die Borg passen sich ja sehr schnell an die Waffen an. Von daher ist es ratsam, das Ding an, dabei zu haben. In order to use energy weapons effectively against them, equip yourself and your bridge officers with frequency remodulators. Okay, hier sind auch noch irgendwo welche. Temporale Sonde haben wir ja auch irgendwo eine. Ich guck mal gerade, ob hier noch welche von Modulatoren sind. Ich weiß nicht, ich glaube, die müssen wir sogar mitnehmen. Ja, die müssen wir mitnehmen. Sonst funktioniert das gar nicht. Obwohl ich schon genügend davon habe. Also, ich lasse die jetzt erstmal im Inventar liegen, weil jedes Crewmitglied hat die schon. Weil die kosten einfach nichts. Die kann man sich über einen Replikator ganz einfach herstellen. Von daher, war ich da eh schon ein bisschen gewappnet. Zack. Ich nehme auch jetzt extra hier unseren Heroldstab wieder. Da der nämlich Antiprotonenschaden macht. Und Antiprotonenschaden ist generell gegen Borg auch wirklich sehr effektiv. Also sollte es normalerweise eigentlich sehr effektiv sein. Vielleicht passen die sich dadurch nicht ganz so oft an. Da muss ich vielleicht nicht so oft modulieren. Aber anscheinend waren die jetzt wieder gerade angepasst. Zack, angepasst. So. Da geht's nicht weiter. Ich finde, die romulanischen Schiffe sind auch sehr eigenartig aufgebaut, also nicht gerade hübsch. Oh, toll. Ich glaube, da wurde gerade einer zu einem Borg gemacht. Infizierte Drohne. Eine infizierte Drohne ist ja sehr interessant. Also entweder ist es eine Borg-Drohne oder ist es ein Romulaner, aber eine infizierte Borg-Drohne habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört. Aber gut. So, komm schon, geh down. Geht da. Ach, der liegt ja auch noch. Okay, werden wir mal hier die Sicherung sperren. Beziehungsweise die Sperre aufheben. Okay, die brauchen Hilfe im Forschungslabor. Ja, dann werden wir uns doch da gleich mal hinbegeben. Aber die Gefangenen könnten vielleicht nützlich sein. So. Drei Gefangene, einer läuft raus. Okay, jetzt laufen sie alle raus. Ah, mit dir kann ich sprechen. Investigations. I know that they'll do anything to preserve their empire. And I've seen with my own eyes what they and the Elachi did to the outlying colonies. But I
didn't think they would be this cruel to their own people. Okay. Ja, das Romulanische Imperium, was ja eigentlich eine Randgruppe ist ja mittlerweile bei den Romulanern, da sich das ja seit der Zerstörung von Romulus ein bisschen abgespaltet hat, beziehungsweise es die Romulanische Republik danach gab. Und dieses Imperium bewilligt halt diese, sag ich mal in Anführungszeichen Demokratie, also diese Republik halt, nicht. Die sind immer noch so quasi im Imperiumsmodus und ja, scheuen dann auch nicht davor, die eigene Rasse quasi gefangen zu nehmen, zu töten oder an den Experimenten durchzuführen. Naja. So. Jetzt haben wir es doch bald. Komm schon. Zack. Du lebst ja immer noch. Aua, aua, aua. Ich krieg's ja gerade irgendwie ein bisschen um den Sack. Oha. Ich verliere die ganze Zeit. Der hat mich mit irgendwas. Toll. Jetzt bin ich assimiliert. Klasse. Jetzt laufe ich hier als Borg rum. Okay. Ja, dann belebt mich mal wieder, Jungs. Gott sei Dank habe ich meine Crew nicht dadurch angegriffen. So, da vorne holen wir uns aber jetzt noch schnell die Sonde, bevor wir die nachher vergessen. Und was haben wir denn Schönes hier wieder für eine Aufgabe, die wir lösen müssen? Schon wieder diese blöden Wörterrätsel. Ach, die Dinger hasse ich ja, ey. Die sind manchmal nämlich auch leider verbuggt, dass dann andere Wörter da stehen, als wie die, die man halt eintragen kann. Das war klar, weil ich habe da keins von den Wörtern gefunden. Winkel, ja, genau, das ist da, sehr schön. Müssen wir irgendwie noch das nächste. Also ich sehe es jetzt hier ehrlich gesagt gerade nicht. Ich stehe jetzt gerade echt wie so ein Ochse vorm Berg. Ich weiß nicht, welches von den drei Wörtern das sein soll hier drin. Ach Gott, ey. Ja, es war klar, dass das wieder falsch ist. Manchmal ist es wirklich verbuggt und manchmal übersieht man leider auch was. Also kann sein, dass das Wort vielleicht doch dabei war. Hä? Schon wieder nix? Das kann doch nicht sein. Stimmt. Ja, das war klar. Boah, ey. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange, sonst muss ich das nachher wirklich rausschneiden. Noch eins. Das müsste sehr schön. Okay. Mächtige Entschlüsselungsalgorithmen. Ah ja. Ja, ein Panzer. Hm, gut, der ist so. Naja. Also jetzt muss ich nur gerade gucken, wo ging es denn jetzt hier weiter? Von da sind wir doch eigentlich gerade gekommen, oder? Ich guck lieber nochmal. Doch, von da sind wir gekommen. Dann muss hier an der rechten Seite, glaube ich, der Eingang sein. Ah, genau, hier ging es weiter. Romulanische Schiffe sind ja eh schon etwas eigenartig vom Aufbau. Und wenn dann auch noch die Borg hier teilweise die Gänge assimiliert haben, dann wird es noch komplizierter. Weil hier kommen wir zum Beispiel gar nicht durch. Hier ist nämlich alles zu. Die haben ja auch so einen Knoten drin. Drones incoming. Destroy them before they reach the research equipment. Oh, wir haben das Forschungslabor gefunden. Das ist ja immerhin etwas. Ey, so schnell kann ich noch nicht mal meine Türme aufbauen, wie die hier schon spawnen. Beziehungsweise runterbeamen. So. Das dürfte so zumindest eine kurze Zeit aufhalten. Wow. Ja, komm schon. Vor allem frage ich mich gerade, wo die sich eigentlich herbeamen, weil deren Schiffe sind doch alle zerstört.
Das ist ein bisschen eigenartig, aber gut. Oh, jetzt sind sie hinter uns. Aua, aua, aua. Jetzt latscht wenigstens in die Minen rein. Ich habe die nicht umsonst dahingestellt. Oh, ja, das war jetzt vielleicht nicht so clever, da durch das Feuer zu laufen. Ja, das war jetzt wirklich nicht clever. Muss mich irgendeiner schnell wiederbeleben. Komm, hol mich. Sehr schön. Aua. Wow. Was zur Hölle war das denn gerade? Ich bin schon wieder fast am Arsch. Ach, da steht auch noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Ach, komm schon wieder welche. Machen wir einen neuen Schildgenerator. Zack. Ich hoffe, das sind jetzt die letzten. Auch einige Items, die müssen wir dann uns nachher mal zur Gemüte führen. Vielleicht ist ja was dabei, was wir gebrauchen können. Komm, machen wir es jetzt einfach so, scheiß drauf. Ah, ein Item liegt da vorne noch, das werde ich mir jetzt gleich noch holen. Ah, was ist denn? Oh, da kommen schon wieder welche. Komm schon, leg Minen. Sehr schön. Jetzt bewegt euch ein bisschen, ihr Drecksäcke. Sehr gut, das hat gesessen. Voilà. Ich sollte auch gucken, wo man hinläuft. Schnell modulieren. Also hier werden wir auf jeden Fall einiges gleich zu looten haben. Zack. Zack. Ich glaube, das war's aber auch jetzt. Hoffe ich zumindest. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch abwarten. Undankbares Volk. Ja, scannen wir halt einfach ein bisschen. Das ist uns Schnuppe, was du da sagst. Dann haben wir ja zumindest ein paar Daten. Wir studieren salvaged Borg-Devices. Bear in mind that this technology is now the sovereign property of the Romulan Star Empire. My engineers tell me that our engines are online. So your further presence aboard my ship is neither necessary nor desirable. For your own safety. Mann, bist du eine undankbare Schlampe. Oh Mann, ey. Long range sensors show a Borg squadron approaching at speed. Essential repairs to our singularity drive are almost complete. If you can occupy the Borg and give us the time we need, I will overlook your intrusion on our classified research. Willst du mich verarschen? I had hoped to avoid a confrontation with you, but I see you are as unreasonable as I expected. Very well. Prepare to see the results of our research. Ja, ich mach die schon alle. Machen wir erstmal das Drecksschiff hier von denen platt. Eigentlich hätten wir das Schiff auch direkt zerstören können, weil es das scheiß Sternenimperium ist. So, dann machen wir noch die Sphäre hier weg. Ich denke mal, da können wir ja schon fast wieder wegfliegen. Ah, der Kurs hält nicht mehr lang. Sehr schön. Borg-Anomalie. Ich kann auch nicht lesen, da steht Armada und ich... Gott. You cannot defeat us. Surrender now and we will add your biological and technological distinctiveness to our own. Das glaubst auch nur du. We are responding to a distress call from an IRW RNA. Normally we wouldn't provide assistance to the Tal Shiar, but the
Borg are a threat to all of us. However, you appear to have things well in hand. Do you require assistance? Endlich einer von der Romulanischen Republik. Den kann man wenigstens vertrauen. Die sind wenigstens, in einer Koexistenz mit Föderation, Klingonen und so. Und ja, das Imperium würde ja am liebsten quasi alle niedermachen. Oha, die ziehen mir aber gerade gut die Schilde weg. Das hat mal gesessen. Ich habe zwar ziemlich meine Schilde verloren, aber... Na komm schon. Das nehmen wir mal mit. Jetzt alles, was wir haben, drauf. Ich habe leider echt keine Schilder gerade. Ich schweige. So, Traktorstrahl. Zack. Das ging jetzt mal schnell. Hülle haben wir eigentlich kaum was verloren. Sehr schön. Okay, dann werden wir das System doch einfach mal verlassen hier. So, sehr schön. Melden Sie sich bei Captain Nicholas Martin. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach. Die Borg und die Talchia. Ich kann mir keine schlimmere Kombination vorstellen. Ja, da hat er wohl recht. Also, wenn der Talchia wirklich im Besitz der Borg-Technologie gerät, dann geht es ganz schön böse zu. Und die sind manchmal sogar noch skrupelloser als die Borg, auch wenn man meinen müsste, die Borg sind die schlimmere Pest, aber der Talchia ist halt, ja. Ja, ich weiß es nicht. Die sind halt nicht auf direkter Konfrontation meistens, sondern die machen es halt immer so alles insgeheim und im Hintergrund. Also täuschen halt sehr viel. Aber gut, wir haben es halt überlebt. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal gerade. Ach komm, den Scheiß kann ich nachher verkaufen. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal Schluss, Leute. Und ja, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Also, bis dann.